Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Bella 1974. Wir sind bei Video 2 vom AVGN. Und zwar beim Angry Video Game Nerd Adventures beim Game. Und das ist definitiv die beste Hommage. Starten wir einfach mal. Ich habe einmal Easy. Den werde ich neben dem Modus Normal, ne? 30 Lives, klar, Konami Code. Und hier sozusagen, also will NES Hard, wobei das noch normal ist. Aber ich gehe davon aus, da gibt es noch ein Level drunten wahrscheinlich. Wir starten. Der AVGN und seine Freunde spielen ein beschissenes Spiel zusammen, als plötzlich seine Freunde in den Fernseher gesogen wurden. Der Nerd entkommt in den Keller. Aber ein Arm reißt ihn aus dem TV, greift ihn an die Eier und zieht ihn hinein. Passiert mir jeden Tag. Gameland 3 Uhr morgens. Was zur Hölle? Ich bin in einem Scheißspiel? Hey, hör zu, ich bin Nagi. Die Bettung ist feuerfrei. Oh fuck, nein, geh weg! Ja, genau. Ja, und jetzt wird das ein bisschen erklärt, also wir sind beim Tutorial. Jump button to jump, ja. Ah, ich find's auch geil, wie er Witze über das Tutorial macht. Ihr seht den klassischen Aufbau, ne? Wir sind bei typisch, ich sag's mal, den üblichen 8-Bit oder auch, ja, 16-Bit an Jump'n'Runs, aber... So, genau, ganz wichtig, ihr stellt die Gesundheit wieder her. Sein Boiling Rock. Bin ich gerade im Tutorial gestorben? Ich glaube ja, ne? Schreibt das jetzt in die Kommentare, dass man das nicht schafft. Doch, man schafft es. Das ist übrigens eine Anspielung, wer den Nintendo Toaster nicht kennt. So, genau. Dann schießen wir das mal weg. Das ist nicht so schwierig. So, die fallen weg. Das kennen wir. Also es ist wie ein typisches Jump'n'Run, aber eben mit der alten Abteilung. Auch diese schönen lustigen Sachen. Totenkopf ist natürlich sofort instant tot, klar. Aber es ist auf jeden Fall putzig. Und wer den Nerd eben kennt, Spaß, hier gibt es den Glitch-Fritzen. Wenn wir den mal aktivieren. Den Glitch fand ich übrigens immer mit das Dämlichste. Ich glaube, den gab es zweimal oder so, glaube ich. Den fand ich total unlustig. Das ist Jesus, ne? Starten wir mal Jesus. Ihr kennt das ja aus South Park. Du hast Jesus gefunden. Da. Ready to load, ne? Da, komm, jetzt sind wir schon wieder tot. Also ihr seht, da wird man mit Checkpoints noch zugeschmissen in diesem Level. Später dann nicht mehr. So, komm. Und das ist auch da, wenn man drauf geht, gibt es dann halt noch eine typische, ich sag mal, remixte Catchphrase. Da. Da, zack. Da, wir sind da. Ihr habt auch gesehen, ne? Congratulation. So, Assholvania habt ihr ja gehört, den Soundtrack, wenn ihr das Video gesehen habt zum Thema Film. Aber Fun Game ist eine Anspielung auf diese, ja, ich sag mal, Yoshi-Welten, sag ich mal. Future Fuckballs werden wir jetzt machen, weil das ist die geilste Soundtrack-Nummer ever. Blizzard of Balls, klar, so eine Eiswelt. Hier, das ist dann, glaube ich, die Feuerwelt. Dungeons and Dickholes, natürlich die Anspielung auf diese ganzen, ne? Fantasy, Hero, Conan, ja, Beaten mit Edith, Atari Porn, schön, und Boo Haunted House ist auch sowas, was man so kennt. So, wir nehmen den besten Soundtrack und der ist genial. Sicher, wenn das 2002 war, pure grüne Blöcke und Jellyfische, ich hätte gekotzt. Ja, wir sind in der Zukunft, 2010. Auch von Far Cry Blood Dragon perfekt parodiert den Game. So, dann wollen wir mal. Also ich sag doch für jeden, der Jump'n'Runs mag, cool. Also es ist nicht, auf späteren Levels ist es natürlich Mega Man oder Ninja Gaiden oder Battletoads, was man so nennt, aber es ist auf jeden Fall cool und der Soundtrack ist super. Ja, komm, was mach ich denn wieder? Ja, einfach noch nicht mal beim Sick-Punkt. Peinlich. Also das ist, geht relativ schnell, das Game. Das ist wirklich nicht lange. Ich glaube, man braucht sofort...
Ja, man kann, je nachdem, wie man den Jump-Button will, auch springen. Da sollte man vielleicht einen kleinen Sprung machen. Sag mal! Ist hier mal... Ist heute Weihnachten, oder was? Also, ja, mal aus die... Was für eine verdammte Scheiße ist das denn hier? Rotze! Fuck! So, geht doch. Ah, aber auf jeden Fall ein Game, was man, ich sag mal, wirklich gezockt haben muss. Ob man es jetzt unbedingt Let's Playen muss, das kann man mal... Wird's mit Sicherheit auch auf YouTube geben, ohne Frage. Mein Gott, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also es ist natürlich auch auf easy ausgelegt, dass es frustrierend hart ist. Weil es nicht frustrierend hart ist, ich bin einfach nochmal mit Scheiße. Und bevor ihr wissen will, ja, verdammt scheiße. Schreibt es jetzt in die Kommentare, wie scheiße. Genau, lasst euch mal kreative Sachen einfallen. Diarrhea of a Wolf Dog. Whatever. Aufpassen. Schön. Gut. Wir sind beim Checkpoint. Ja, den Glitcher mag ich überhaupt nicht. Er kann so ein Level zwar ganz gut beackern, aber... So. Jetzt geht's zur Sache. Genau so. Das ist okay, da passiert nichts. Wir kennen das. Na, immer schön. Aufräumen. Ja. Es gibt übrigens auch Secrets bei dem Spiel. Man kann also ein paar Leute freispielen. Ach, komm. Bisschen geduld. Irgendwie kriegt man, glaube ich, Angry Joe kriegt man, glaube ich, relativ einfach. Er regt sich ja auch gerne mal auf. 4 Hours! Ganz toll. Wie heißt das Ding noch irgendwie? Ride to Hell oder so? Ist auch dieses in letzter Zeit irgendwie so unglaublich grottig gewesen. Das habe ich auch noch nicht gezockt. Muss ich eigentlich auch machen. Ihr wisst ja, ich habe ja so ein Faible, dass ich auch scheiße zocke. Weil dann lernt man einfach die besseren Sachen kennen. Ja? Kommen euch die Blöcke bekannt vor? Ja, yeah, genau. Timing is everything. Ja. Richtig. So. Ach so. Ha, da ist der erste Fritze, ne? Na komm. Na komm. Guitar Guy. Schön. Jetzt kann man nämlich wechseln. Na komm, zeig doch mal. Stimmt, der war hier schon. Na komm, jetzt müssen wir zurück. So, auf geht's. Ah, springen sollte man natürlich möglichst auch. Alter! So, komm. Das ist noch nicht Mega Man. Mit denen. Ich habe die Blöcke bei Mega Man jetzt gehasst. Dieser random Unsinn da. Ah, komm, ich bin nur gesprungen. Fuck you! Hier! Ah! Du Eselanus! Ah, komm. Ja, geht doch. Ja, ignorieren diese scheiß Gegner, Checkpoint. Ist schön, mein Vater in so ein Loch, genau. Wer immer mit diesem Level ankam, ist ein Arschloch. Ja. Yeah. So ist das richtig. So muss man mit Publishern umgehen. Und nicht irgendeinen Quatsch machen. Wir haben genug Gamergate. So, das ging, glaube ich, noch alles, ne? Genau. Ah, genau. Das. Ah, genau. Da, wo man zum ersten Mal springen muss. Ich glaube, das wird gleich oben noch ein bisschen besser, glaube ich. So. Uah. Nah. Okay, da hätte man nicht springen müssen.
Oder dass sie nicht springen sollen. Oh, ist besser so. Da. Da. Au, ist der böse. Au, ist der böse. Uiuiuiui. Tiffi, 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 Tiffi. Aber ich hab ihn gesehen. Hier rüber. Und rüber. So, Checkpoint. Die Checkpoints sind echt fair gewählt. Auf jeden Fall im Easy-Bereich. Und, kommt auch nicht mehr. Was macht das Schiff? Na komm, ich komm mal auf. Komm. Ihr kommt auch tatsächlich vernünftig zurück. Also es ist nicht so, dass ihr tierisch runterfallt. Ja, schön. Ja. Ihr seht, das ist echt fair gelöst. So, komm, mach hin. Uah. Zu freileben, als ob wir das bräuchten. Ja. Am Ende des Levels gibt es natürlich, wie sich das gehört, einen Bossfight. Ja. Ja. Ja, komm. Nein! Zu vorsichtig springen brauchen wir auch nicht. Ja, ein bisschen lecken. Das wäre jetzt noch genau, das ist das Ideale. Ein Jump'n'Run, wo es auf Timing ankommt, irgendwie mit Aussetzern. Genau, Hardcore oder was. Ja. Ja, schön. So, ein silbernes Surfboard. Was denkt ihr, was jetzt kommt? Richtig. Ich finde den Boss hier auch in dieser Welt ganz schön. So. Kriegen wir schon hin. Smaps kann ich besser als Jump'n'Runs. Das muss ich, glaube ich, bei YouTubern zensieren, die Raketen, oder? Nacken gibt es ja erstmal ein Biele-Mail. Ist ja ein Checkpoint, danke. Ich bin nämlich jetzt zu gut. Ah, genau, Endkampf. Wo hast du denn den so zu finden? Ja. Bevor ich es auflöse. Aus welchem Game ist das? Hm? Fand irgendeiner von meinen Kommentaren auch total toll. Das Game. Ich hab's tatsächlich auch sauer. Das ist scheiße. Na komm. Ja, schön. Genau, du hast so gelernt, ein Arschloch zu sein. Ja, schön. Ihr wollt es doch mal sehen für eine Sekunde, ne? Komm. Ah? Genau, und jetzt move your ass. Damit das nicht Unterhaltung ist. Das war AVGN Adventures. Nettes Game, kann ich nur empfehlen. Und ein Video habe ich noch für euch. Seid mal gespannt. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Bis gleich. Tschüss.